Ja, was bräuchten wir am Anfang? Wir bräuchten eine Motorsäge mal. 1000. Ja, dann. Wenn du eine kaufst, müsste sie für alle freigeschalten sein. Genau. Weil in der Forstwirtschaft verdient man halt am meisten Geld. Dann vielleicht ein Häcksler. Ja, Häckseln, das wird sie nicht spielen. Häckseln, wir können die Dinger ja direkt verschaffen. Ja, wir bräuchten halt einen Anhänger mit Kran. Genau. So ein Steber. Wo ist das jetzt drin? Und da Forstgeräte. Der Achso, würde hier oben. uns 6.000 kosten auf Miete. Mann, Mann, Mann. Und wie lange haben wir den dann? Ja, so lange bis du mir zurückgibst. Kostet dann Achso. pro Arbeitsstunde 2.700 und pro Arbeitstag 540. Oha. Was kostet der, wenn du den kaufst? 54.000. Dann müssen wir ein bisschen arbeiten, bis wir das Geld drin haben. Aber ich glaube, mit Bäumen machen wir noch immer mehr Gewinn als mit Feldern, glaube ich, oder? Glaube ich auch. Und halt mit der Motorsäge fällen, mit denen dann zum Bahnhof oder wohin man den bringen muss. Das weiß auch noch keiner. Irgendwo muss das Zeugs hin. Naja, es muss ja eine Umladestation geben von Bahn auf, also von Straße auf Bahn. Ja, Von der mag Straße auf Bahn gibt es verschiedene Depots überall. die Frage ist, wohin muss es jetzt wirklich? Das bringt dir ja noch nichts. Die Bahn hat auf jeden Fall ja nur einen Verkaufsplatz. Und das ist links, so wie das aussieht. Maple Field. Oder ist ja dieses Bahnsymbol. Karte. Aber Dings, Wachstum, Bodenbeschaffenheit, Fellfrüchte. Holz ist nicht aufgelistet, wo du das abgibst. Ist ja eine Und die Frechheit. zwei Gleisringe sind ja auch nicht Ja, miteinander Sägewerk, verbunden. Sawmill. Ganz links, Mitte. Genau, stimmt. Wir können ja mal einfach mal nach links fahren. Das ist jetzt der richtige Zug. Ja, das sind ja zwei Sägemühlen, sogar einer von Ja, zu es und gibt einer. zwei, jeder einen für jeden Ring. Die Ringe sind ja nicht miteinander verbunden. Ja, aber da kannst du ja auch ohne Ring hinfahren, da kannst du mit dem Hänger dann einfach hinfahren. Ja, nur ich kann, bevor ich deinen Wagen nutze, nehme ich halt mal die Bahn. Ich meine dann später, Und wenn vor allem man. die Bahn können wir ja da drüben erstmal deponiert lassen und dann können wir ja schnell switchen. Zum Beispiel. Aha, du kannst auf die Karte gehen. Draufklicken auf Sägemühle und dann einfach auf Besuchen. Bisschen. Inwiefern, wie komme ich auf die Karte? Das ist ja zu Escape. einfach. Escape, draufklicken auf Sägemühle und hast unten. Besuchen oder Marker setzen. Du kannst wahrscheinlich GPS, also ein Navi machen sozusagen. Ed, die Saatmaschine, die du gekauft hast, kann ich keinen Raps mit aussehen. Was denn dann? Ja. Rüben und Sonnenblumen und sonstiges. Ja, dann musst du die kleine nehmen. Jo. Und die andere kann ich wieder verkaufen. Super. Ich hätte halt vielleicht schauen sollen, was ich sehen kann, gell? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja. Soll helfen, habe ich gehört, ja. Haben Sie mal erwähnt. So, das Kannst Feld auch ist jetzt fertig. wieder halt in den Teich werfen und verkaufst damit auch. Dann kannst du mal waschen den Schlepper. Aber hier eigentlich noch alles. Ganz schön Wo wäscht man denn komplex, bitte das den Ganze. Schlepper? Am Hof in der Mitte, wo dieses komische Ding ist. Komische Das steht da. Dingsel. Was Ja, bringt das steht das da Waschen? Kirche in der Gegend drauf. Ja, er wird ja sauber. Oh. Hey! Weil ich ihn gerade mit der Feldarbeit so schmutzig gemacht habe, ja? Genau. Wenn du nicht fahren Maschine, kannst. die Maschine mitwaschen oder? Ja, ne? Ja. Mit Irgendwie ihm kann ich hochfahren. die Mietgeräte nicht zurückgeben. Kann das sein? Die Frage ist halt, ob wir zurückfahren müssen damit. Ja, ich schätze mal. Nur hier ist ja auch nochmal eine Abgabefläche. Das ist alles sehr merkwürdig. Also hier gibt es ja quasi ein Bahndings. Wahrscheinlich können wir dann einfach hier in die Fläche auch dingen und es auch verkaufen.
Wahrscheinlich, ja. Ist wahrscheinlich, sonst wäre es ja dämlich, wenn wir zuerst dann hier wieder von hier nach dort drüben liefern müssten. Das wird sicher hier auch verkauft. Problem ist, das Ausrufezeichen sagt nichts. Da kann man nur einsteigen in die Maschine. Genau, ja. Da kann man mit der Lok drunter fahren. Versuchst du das dann irgendwie zu verkaufen, die Saatmaschine, Merok? Mache ich sofort. Damit wir da nicht Geld abzukriegen für den Dreck. Besser eigentlich. Neiland? Ja. Wollen wir kurz die Maschine mal wechseln? Wollen wir gerade sauber machen hier. Ja, geh mal im Dreck. Was? Rapsen. Raps war. Achso, du hast. Also es gibt auf jeden Fall, da wo ich gerade bin, da ist quasi das zentrale Lagerhaus. Müsste größer wahrscheinlich sein. Und da ist ja dann auch die Umladung vom Lager quasi in den Zug. Und da sind ja auch die zwei Züge miteinander verbunden und dann kannst du dann umladen vom einen in den anderen Zug. Genau. Ach. Aber ich sag. Also irgendwie fragwürdig, warum man da nicht einen Zug auf dem kompletten Netz schicken lassen könnte. Ja, weil es dann wahrscheinlich zu kompliziert wäre. Naja, man hätte ja nur eine Weiche einbauen brauchen. Da hätte man von der Weiche per Hand umstellen müssen. Ja. Und hier hinten kann man halt auch nochmal entladen. Das ist ja die einzige Möglichkeit, direkt von zu fahren. Was stehen ja sauber. Komm her, Schwächte, komm her, komm her! Du war. Komm mal waschen, du stinkst schon wieder auf Kilometer. Nein, nicht waschen, erste Weihnachten! Ja, wir ziehen das durch, jeden Tag. Sauber, das Ding, sauber. Ja, jetzt kann man wieder mal lesen, Case hier. Kannst du von essen, Junge? Oh, lecker, ich liebe diesen Reifen. Nur Verrückte genau. Hier. Ich liebe es. YouTube. Bagger besteigen kann so leicht sein. Ja. Okay. Aber wir können uns auf der Karte treffen. Soll ich den wieder hinstellen? In die Garage irgendwo rein. Die Garage ist alles, was hier drum steht, ja? Ja, einfach was hier rumsteht irgendwo. Gut. Arschloch. so. Ist ja mich der Arschloch, ey. So, hier geht's immer noch nicht weiter. Schlimm. Ja, irgendeiner, wer ist denn jetzt am Szenen dran überhaupt? Weiß nicht, wo ist Mörder hin? Ich bring das gerade weg. Wo ist die alte Seemaschine? Die steht mit dem Trecker auf dem Feld noch, am Feld. Okay, dann kann jemand sehen gehen. Trecker, genau. I'm warning. Macht der Typ mal was, der heute noch nichts gemacht hat. Hallo? Überfahr dich gleich damit. Ja, ja. Tu doch. Ich bin bereit. Tu ich auch. Aber keine Angst davor. Na? Schlecht. Autoschamp an. Wie in Minecraft. Das ist richtig? Oder muss ich noch was? Achso, warte, ich soll jetzt auch noch senken. Senken muss ich wieder aufpassen. Genau, einschalten, senken. Die richtige Fruchtsaat, die du drin hast. Und Maschine ist zurückgegeben. Du musst das ins gelbe Quadrat hier fahren und dann zurückgeben. Ja, gut. Kannst du quasi verkaufen. Nee, steht richtig zurückgeben. Ja, aber letztendlich so wie man Dinge verkauft. Ja. Anders gut verkaufen kannst du ja direkt nur. Ja, du bist eh unten beim Händler, gell? Mörder. Jupp. Ich kaufe, ich soll ich mieten Forsthänger, dann kannst du die mitnehmen. Jupp. Holzeinstellung, Balleneinstellung, die Holz brauchen wir. Mieten. Ist auch teuer, aber vielleicht hilft es uns. Na, wir wissen ja, wir müssen zur Säge.
Ja. Das heißt, wäre ja sinnvoll, wenn wir dort oben holzen würden. Die Idee ist gar nicht mal so dumm, wie du tust. Das heißt, Murdoch, es wäre jetzt sinnvoll, wenn du links hochfährst. Jetzt bin ich in der falschen Ausfahrt dafür, jetzt muss ich rechts fahren. Fahr einfach gerade durch. Niemals. Nein! Durch ja, jetzt rechts. Der nächste rechts. Und bitte der nächste links. Nächste links. Guck mal, fahren Sie vorbei an die traumhaften Idylle. Genau, und hier oben dann? Murdoch fährt besoffen, der hat auch nichts zu trinken gehabt. Motorsäger hast du schon gekauft. Ja, da kann man gleich hier oben schon mal ein bisschen Forst machen. Das will ich aber auch gleich sehen, ey. Ist halt ziemlich ein Berg. Na, ich bin, will jetzt Murdoch besuchen. Ich will meinen Baum fällen. Vielleicht kann ich ihm ja seinen Weg versperren. Ja, schnell genug. Baum fällt! Oh. Ich weiß natürlich, wie schnell du fährst. Was ist, wenn ich. Sollte ich es schaffen? Was, wenn ich den Baum klein mache? Und den dann per Hand darüber reinwerfe? Geht das auch? Vielleicht. Mal testen. Mann gegen Maschine. Hey, Baum verloren. Komm. Ist ja nicht mal dort oben lang. Baum verlieren. Wo klein ist der denn? Nicht. Na doch, geht auch. Kann man auch verkaufen. Schade, hier geht ja wirklich überall die Straße. Kann ich mir einfach ganz viel hinstellen können. So. Und beschranken einfach. Ja, mehr dazu wirst du halt nichts mit aufladen, gell? Da wird alles runterfallen wieder. So, dann machen wir hier ein bisschen so. Also, entlastet ist er schon mal. Und du tust dich sogar hinsetzen, wenn du dich hier drum kümmerst. Bei was? Na, wenn du hier Dings machst. So, mal schauen. Ben kannst auf jeden Fall damit nicht. Hauptsache ich kann so einen 4 Meter Baum nehmen. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Realistisch. Oh. Ist, ne? Okay, mal gleich rübertragen. Na, jetzt bleib ich. Schau mal, was ich kann. Also Chef, du nimmst im Real Life keinen 4 Meter Baum auf Hand so easy hochgehoben? Nee, nicht unbedingt. Warum? Ich weiß, schmeißt einfach rein. Und weg. Habt ihr mir nichts zu tun? Baum ist schon weg. Kann man eigentlich die Sträucher auch für ihr Ding? Nee, leider nicht. Da. Der ist ein dicker Baum. Muss man dann jetzt sehen, dass das passt? Da musst du dünne Bäume nehmen, die kannst du per Hand tragen. Die dicken nicht. Ach, das passt schon. So, Steuerung runter. Ganz unten abschneiden. Jeder Meter ist jeder Meter, gell? Ja, jetzt wird der Baum umfallen, oder was? Hopp, komm. Hock. Alter, jetzt fällt der Baum nicht um. Schneiden wir halt nochmal. Hey, guck mal, Ed, bei mir steht der, liegt der Baum auf dem Stumpfen drauf. Ja, das hatte ich heute auch. Habe ich dreimal gesägt. Ja, meiner fällt auch nicht um. Man müsste ja halt schräg sägen, dass es passt. Ja, hab ich doch. So, Herr Thomas. Fand ein bisschen dämlich, weil der Baum ja schief ist. Fangst du schon weil du kannst ja leider das ganze Ding nur 90 Grad drehen. Na gut, ich könnte mich auch andersrum hinstellen, dann wäre das natürlich mehr besser. Fang! Hopp! Einfach hier runterrollen lassen. Brauch ihn runtertragen. Komm her da. Na, wie ist du? Hallo? Super, jetzt kann ich den Scheiß nicht aufnehmen. Ja, jetzt geht's. Fang! Baum kommt doch nicht. Hopp! Und ich bin einer Mitarbeiter. Hopp. Jetzt ist er weg. Er rollt. Hier, Ed, hast einen Baumstumpfen am Anhänger liegen. Mach nur. Ich hab da oben selbst einen Baum, der irgendwo noch rumliegt, da. Das kommt nicht so ganz auf die Größe drauf an, sondern eher aufs Gewicht. Ja, genau. Wie dick der Baum ist. Wenn du dünn hast, kannst du relativ viel.